dieser Gesetzentwurf unserer AfD-Landtagsfraktion, Förderung von Wohneigentum mit einer Eigenheimzulage, ist gerade in der heutigen Zeit enorm wichtig. Und es zeigt sich, dass nur die AfD zum Wohle der Bevölkerung agiert und die Probleme als einzige Partei richtig erkennt. Grundsätzlich muss ich noch zu unserem Gesetzentwurf sagen, den Sie auch vor sich haben und lesen können, dass er handwerklich absolut top gemacht ist, und freue mich natürlich, wenn auch Teile der Kartellparteien einmal, wenigstens einmal zum Wohle der Bevölkerung agieren würden und nicht ständig gegen die eigene Bevölkerung und diesen Gesetzentwurf mittragen. Der Immobilienmarkt ist dank Ihrer Politik aus den Fugen geraten. Immer mehr unsinnige Klimavorschriften im Bausektor, weil manche Politiker hier von den Regenbogenfraktionen denken, damit kann man den Klimawandel stoppen oder ändern. Manche glauben, mit einer PV-Anlagenpflicht oder neuen Energieeffizienzstandards kann man Überschwemmungen in Bangladesch verhindern. Natürlich hat es keinerlei Effekt auf das Klima, das wissen Sie, das weiß ich, aber es zieht eben mit den höheren Baukosten das Geld aus der Tasche von den Bürgern. Dieser Klimawahn und daraus steigende Baukosten waren ja nur aufgrund der günstigen Bauzinsen finanzierbar und der Traum vom Eigenheim unter Umständen noch möglich. Aber diese Zeit ist vorbei durch die enorm gestiegenen Bauzinsen. Eigentlich ist das Land Baden-Württemberg das Land der Häuslebauer, sagt man so. Aber die Wohneigentumsquote in Baden-Württemberg ist im Vergleich zu den anderen Bundesländern nur im oberen Mittelfeld. Und auch nicht gestiegen in den letzten Jahren, hören Sie zu. 2003, vor 20 Jahren, war die Wohneigentumsquote bei 53,8% in Baden-Württemberg und 2018, letzter Zensus, bei 52,6%. Ein Versagen aller Regierungsfraktionen, die hier vor mir sitzen. Und im Vergleich zu den südeuropäischen Ländern, deren Bevölkerung eine deutlich höhere Wohneigentumsquote ausweist, natürlich auch historisch bedingt, ist der Abstand noch extremer. Wohneigentumsquote in Spanien 76%. Wohneigentumsquote im Schnitt in der EU bei 70%. So viel zum Thema, wir sind ein reiches Land. Nein, Deutschland, der Staat ist reich, die Bürger aber, die sind hier arm. Und gerade diese EU-Länder, die mehrheitlich vom deutschen Steuergeld über diesen Umverteilungsmechanismus namens EU ja stark von unseren Geldern profitieren. Das Ziel muss sein, die Wohneigentumsquote in Baden-Württemberg deutlich zu erhöhen und nicht wie die Politiker hier der Kartellparteien Wohneigentum zu verhindern. Wir als alternative Demokraten sehen das auch hinsichtlich der Altersvorsorge als wichtig an. Im Alter nicht zur Miete zu leben ist erstrebenswert, solange natürlich nicht die grüne Klimasekte hier mit einem Heizungsgesetz diese Altersvorsorge zerstören möchte und ruiniert im Namen der Klimareligion. Wir als AfD-Fraktion sehen nicht zu, wie Sie von den Kartellparteien Wohlstand in Deutschland zerstören. Wir von der AfD-Fraktion wollen Wohlstand schaffen und die Bürger entlasten. Eine Eigenheimzulage von 20.000 Euro für den Ersterwerb einer Wohnimmobilie für die Eigennutzung ist gerade auch in diesen Zeiten ein richtiges und wichtiges Zeichen, dass die Bevölkerung, die Mittelschicht und diejenigen, die hier den Laden am Laufen halten, nicht vergessen werden. Natürlich ist diese Eigenheimzulage nur ein Baustein für den Immobiliensektor. Weitere Bausteine müssen folgen, für die wir uns ja ebenfalls einsetzen. Das ist die Absenkung oder auch Abschaffung der Grunderwerbsteuer für eigengenutzte Immobilien und die vollumfängliche Abschaffung der Grundsteuer statt irgendeine Grundsteuerreform. Und selbstverständlich muss das Heizungsgesetz auf den Müllhaufen der Geschichte landen. Es darf niemals kommen. Und wenn es kommt, dann haben Sie sich von den angeblich demokratischen Fraktionen vor dem Bürger zu verantworten. Das gebe ich Ihnen schriftlich. Wir möchten diese Eigenheimzulage, weil wir den Menschen und Steuerzahlern nicht nur was zurückgeben wollen, weil wir ihnen den Traum vom Eigenheim ermöglichen wollen. Den Traum, eine Familie zu gründen, den Traum, eine sichere Altersvorsorge zu haben und Wohlstand aufzubauen. Ein Traum, den Sie mit Ihrer Politik zerstört haben. Es wird Zeit, endlich mal wieder Politik für die Bevölkerung zu machen und nicht gegen die Bevölkerung. Es wird Zeit, die Bürger zu entlasten. Es wird Zeit, der Bevölkerung was zurückzugeben. Es wird Zeit, der Bevölkerung zu signalisieren, ihr seid nicht alleine.
Aber sie werden den Gesetzentwurf ablehnen, weil AfD draufsteht. Weil sie immer noch nicht kapiert haben, warum sie in dieses Parlament gewählt worden sind. Nämlich, sie sind gewählt worden, um hier Politik für die Bevölkerung zu machen und keine parteipolitischen Spielchen. Aber die Bürger werden sich diese Haltung merken. Die Bürger werden zeigen, was sie davon halten. Denn eine AfD in den Umfragewerten von 21% ist erst der Beginn einer großen Veränderung. Vielen Dank. Ich habe ja schon fast gewusst, dass diese fadenscheinigen Argumente kommen. Deswegen habe ich mir noch ein bisschen Zeit gelassen für die zweite Runde. Frau Holmberg, Sie haben die ganzen Wohnraumförderungsprogramme aufgezählt, aber Sie haben nicht verstanden, dass das zwar zinsverbilligte Kredite sind, aber unsere Eigenheimzulage eine direkte Auszahlung ist. Wir reden hier nicht von zinsverbilligten Krediten, das ist was komplett anderes, denn die Eigenheimzulage hat den Vorteil, dass sie die Eigenkapitalquote erhöht. Das ist sehr erstrebenswert und extrem wichtig. Und wir wollen auch diese anderen Förderprogramme nicht abschaffen. Die Eigenheimzulage ist ein zusätzlicher Baustein. Und wie Sie drauf kommen, Wohnraum nicht für 5 Jahre, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das ist die Auszahlungsdauer der Eigenheimzulage. Wie kommen Sie auf Wohnraum nicht schaffen für 5 Jahre? Also da muss man schon sehr viel Fantasie dafür haben. Herr Wald, also das war ja mehr als unterirdisch. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da. Mehr als unterirdisch. Also fangen wir mal an. Ihre CSU in Bayern, Ihre Schwesterpartei, fordert eine Eigenheimzulage und möchte eine Bundesratsinitiative starten. Und hier sagen Sie, eine Eigenheimzulage ist völliger Unsinn und völliger Quatsch. Dann müssen Sie sich vielleicht mal besser absprechen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? CSU. Nein, jetzt muss ich die ganzen Fake News. Also Sie gestatten keine Zwischenfrage des Abgeordneten Wald. Und ja, also dann schließen wir uns der Bundesratsinitiative an. Ist doch in Ordnung. Passt doch. Perfekt. Also machen Sie einen Änderungsantrag, machen Sie einen Änderungsantrag, wir sind da offen dafür. Und jetzt nochmal und nochmal, Gegenfinanzierung. Gegenfinanzierung ist doch nicht Ihr Ernst. Mein Kollege Ruben Rupp hat mal die Kosten der LEAs in Baden-Württemberg abgefragt. 700-800 Millionen Euro die letzten Jahre. Wo sind denn da die Gegenfinanzierung? Wo ist denn die Gegenfinanzierung bei der Einwanderung des Sozialsystems? Sie als Partei der illegalen Migration, da reden Sie nie über die Gegenfinanzierung. Da reden Sie nie über die Gegenfinanzierung. Aber immer, wenn es um die eigene... Aufpassen. Immer wenn es um die eigene Bevölkerung geht, ist es Ihnen schon mal aufgefallen, immer wenn es um die eigene Bevölkerung geht, dann wird nach Gegenfinanzierung gerufen. Aber jeder Flüchtling, der hier über die Grenze kommt, ins Sozialsystem stolpert, da ist egal, da haben wir genug Geld da. Das kann es nicht sein, meine Damen und Herren. Und nochmal zur Gegenfinanzierung. Nicht das Wohngeld wird gestrichen. Wir erwarten eine Einsparung, eventuell eine Einsparung beim Wohngeld. Beim Wohngeld. Das haben Wort Sie hat jetzt nicht der Abgeordnete verstanden. Klaus. Das ist schon bemerkenswert. Ja, Senkung der Grunderwerbsteuer habe ich hier von vielen Fraktionen gehört. Also, da gibt es Konsens, da machen wir mit auf jeden Fall. Verstehe nicht nur ganz, dass der Herr Hoffmann das einbringt, denn die Grunderwerbsteuer hat doch die SPD damals hier im Land von 3,5 auf 5% erhöht. Können Sie wenigstens zugeben, dass das ein absoluter Fehler war? Und Herr Hoffmann, nur der Ersterwerb ist möglich. Sie haben gesagt, der Zweit-, Dritt- oder Vierterwerb. Nein, das ist nicht so. Der Ersterwerb ist nur möglich mit der Eigenheimzulage. Und Herr Haag, mehr Wohnungen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir haben genug Wohnungen. Wir haben zu viele Menschen in diesem Land. Wir haben zu viele. Ich verstehe mein Wort nicht mehr. Der Abgeordnete Klaus fährt jetzt mit seiner Rede fort. Wir haben zu viele Flüchtlinge im Land, wir haben zu viele Ausreisepflichtige im Land, wir haben zu viele kriminelle Ausländer im Land und wir haben zu viele Ausländer im Land, die uns hier auf der Tasche liegen. Ich habe ja im letzten Wohnungsausschuss, ist ja gekommen, ich habe ja den Antrag oder den Berichtsantrag gehabt mit der Hartz-IV-Quote. 55% der Bürgergeldempfänger in Baden-Württemberg sind Ausländer. Da haben Sie genug Wohnungen, die frei werden können. Und Frau Lohr, Sie sagen hier als Erfolgsmodell, Wohneigentum, wir sind auf einem guten Weg. Die Staatssekretärin, Entschuldigung. Wohneigentum ist aber hier erschreckend niedrig im Vergleich zur EU. Ich habe es ja gesagt, in Spanien sind wir bei 76%. Hier sind wir bei 52,6%. Niedriger als vor 20 Jahren. Das habe ich doch ausgeführt. Und Sie stellen sich hin und sagen, es ist ein Erfolg, wir haben eine gute Wohneigentumsquote. Nein, haben wir nicht. Ich frage mich wirklich, von welchem Erfolg sprechen Sie? Vielen Dank. Applaus